Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild und ein Abonnement und ein Daumen nach oben. Oh nein. Ein Abonnement und ein Daumen nach oben, natürlich umsonst. Oh, außer auf Twitch. Da kostet das Abo Geld und ein Daumen nach oben ist. Gibt's hier nicht. Ist nicht umsonst, sondern es gibt hier einfach gar keinen. Wir müssen uns noch um die Angelegenheiten einiger anderer Gerudo kümmern, glaube ich. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Moment. Haben wir hier schon was? Ich bin da direkt ein bisschen hier. Erinnerungsfotos? Nee, warte mal. Nebenaufgaben? Verschwinde Sandsturm. Ich glaube, das gehört aber nicht dazu, oder? Nee, ich glaube, wir müssen noch ein paar Aufgaben hier finden. Man ruckelt so ein bisschen das Spiel, ne? Ganz komisch. Vielleicht kriegt sie das wieder ein. Wir sind die Frischesten, was? Wir sind die Frischesten? Na, okay. Meinetwegen. Hi, Ampu. Hi, Dina. Und hi, Ashai. In der Wildnis kommt es nicht auf die Menge, sondern auf die richtige Wirkung an. Aha. Wenn man an einer Klippe hängt, ist ein kleiner Happen, der einem neue Ausdauer gibt, besser als ein Festmahl. Wirklich interessant, das muss ich mir merken. Sava-sava. Wusstest du, dass manche Woi statt gut zusammengestellter Gerichte lieber alle möglichen Reste in den Topf werfen? Ich muss dringend üben, wie man dubiose Matsche kocht, um mich da draußen gut einzugliedern. Dubiose Matsche? Oh. Wenn man beim Kochen Insekten oder Monstermaterialien verwendet, erhält man wohl diese dubiose Matsche. Mm. Ich frage mich, was Woi an so etwas Ekligem wohl finden. Nichts. Sava-sava. Oh, möchtest du um meinen Kochkurs überleben in der Wildnis teilnehmen? Ich bin sicher, selbst eine erfahrene Reisende wie du kann bei mir noch etwas lernen. Ich fürchte aber, die heutige Lektion muss ausfallen, weil mir das Rezept für die Herzchensuppe nicht mehr einfällt. Herzchensuppe? Wenn eine Gerudo Herzchensuppe kochen kann, dann wird sie da draußen niemals Hunger leiden, so sagt man. Man braucht Milch, Zitterfrucht, Frostmelone und 2 Stück von einem herzförmigen Gemüse. Milch, Zitterfrucht, Frostmelone. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, was für ein herzförmiges Gemüse das gewesen ist. Ich komme einfach nicht drauf, eine Rübe, vermute ich. Ach, irgendwann wird es mir schon wieder einfallen. Eine gute Wei darf niemals verzagen. Oh, da ist ein Buch. Gourmet-Geheimnisse von Ratam, Band 1. Nee. Brauchen wir nicht lesen. Da ist auch noch ein Rezept an der Wand. Ich glaube, das ist sogar das Rezept, von dem ich sprach, oder? Nee. Das ist ein anderes Rezept. Und da-da-da-dam, ba-da-da-dam. Ba-da-dam. 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 Hautpflege gefällig. Hautpflege, nicht Haupt. Noch immer nicht? Hast du gehört, was man sich über Aroha erzählt? Mit ihrer speziellen Sandpapiermassage kann sie Körper und Seele erfrischen. Man fühlt sich wie neu geboren. Dass ich hier aber so lange warten muss, das hat mir keiner erzählt. So langsam bin ich genervt. Und du? Wartest du auch darauf, dass du endlich dran bist? Das war toll. Du lügst doch. UV-Strahlen und trockene Wüstenluft machen auch vor deiner Haut keinen Halt. Da, ganz riesig ist die. Aroas Therapie erfrischt Körper und Geist gleichermaßen, so sagt man zumindest. Ach, ich darf mich nicht so aufregen, sonst bekomme ich noch Falten. Also mach mich nicht wütend. Natürlich machen wir dich wütend, weil es ist lustig. Es ist so lustig. Ach, guck, Quest. Was? Es war die ganze Zeit dort und ich wundere mich noch, dass der Sandsturm an der Stelle nie nachgelassen hat. Was? Was will eine lianische Wei wie du denn hier? Was machst du da? Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich bin Archäologin und untersuche die alten Schriften, die ich gefunden habe. Und ich habe sie entschlüsselt. Naja, nicht ganz, aber es ist nur eine Frage der Zeit und dann werde ich mir einen Namen als Archäologin machen. Oh, dass wir uns hier treffen, muss ein Wink des Schicksals sein. Ich kann dir also beruhigt von meiner Forschung erzählen. Und zwar alles, jedes Detail. Na, willst du es hören? Natürlich willst du. Natürlich. An den Ausläufen der Gerudo-Wüste östlich dieser Stadt befindet sich ein Tempel. Er ist den riesigen Statuen der 7 Kriegerinnen geweiht, die von den Gerudo als Beschützer verehrt werden. Die Geister der 7 weisen den Weg. Ihnen obliegt es, Zugang zu gewähren. Zur Heldenprüfung. So steht es in den Schriften, die in diesem Tempel gefunden wurden. Es heißt, aus allen Teilen der Welt seien Abenteurer gekommen, um die Kraft des Helden zu suchen, aber soweit ich den Text hier verstehe, hat bis jetzt noch niemand die Prüfung bestanden. Prüfung? Also, was es damit auf sich hat, finde ich sicher noch heraus, wenn ich den Text weiter studiere. Und ich bin mir nicht sicher, aber
Die Kriegerinnen besaßen jeder eine Kraft, die Teil einer größeren Kraft war. Diese Kräfte waren Geist, Können, Ausdauer, Wissen, Flug, Bewegung und Sanftmut. Aber für mich sehen sie alle gleich aus. Bald habe ich die Geheimnisse der Schriften gelüftet. Der Titan hat sich beruhigt, also nichts wie zurück an die Arbeit. Vor kurzem habe ich bei der Erkundung des Tempels einen Schrein gesehen, der vorher nicht da war. Ein neuer Schrein, eine geheimnisvolle Prüfung. Ja, eine von den 7 Kriegerinnen auferlegte Prüfung. Bestehe ich sie, werde ich der Star der Archäologengesellschaft. Ach, ich bin jetzt so aufgeregt. Ja, haben wir schon abgeschlossen, wollte ich gerade sagen. Oh, du bist es, die Fremde, Sabah Sabah. Es ist das gleiche wie jede Nacht. Nachts sind die Leute in der Bahn nebenan immer so laut, dass ich kaum schlafen kann. Wenn man beim Fenster steht, kann man jedes Wort verstehen. Wenn ich mal groß bin, werde ich immer nur ganz leise sprechen, selbst wenn ich etwas trinke. Oh. Oh. Hey, habt ihr schon die Gerüchte um die Boutique Wüstenblumen gehört? Oh. Na klar. Hä? Ich habe ganz subtil versucht, Saiga auszuquetschen, aber sie hat mir absolut nichts verraten. Hm? Und dabei arbeitet Saiga doch bei Wüstenblume, als wenn die nichts darüber wüsste. Oh. Hey, habt ihr schon die Gerüchte? Okay, das haben wir schon. Okay. Hä? Wir am anderen Fenster noch zuhören? Nee. Also irgendwas ist im Geschäft Wüstenblume los. Bam. Badam. Basak. Bist du eine Lianerin? Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin ziemlich sicher, dass es noch nicht für unseren Laden reicht. Wir verwenden ein ganz besonderes Eis. Am besten kommst du wieder, wenn du den Unterschied zu schätzen weißt. Besonderes Eis. Wir beziehen unser Eis aus dem königlichen Eiskeller. Deshalb kühlt es unsere Getränke nicht nur, sondern veredelt zusätzlich noch den Geschmack. Aber du siehst mir auch etwas jung aus, um in unseren Laden zu kommen. Was empfiehlst du? Mm. Unsere Spezialität ist der Cocktail Wai Wil Woi. Die meisten Wai kommen deswegen hierher. Er ist süß und ganz leicht salzig, genau wie die Liebe. Aber du siehst mir auch etwas jung aus. Tschüss. Mm. Da fällt mir auf, Pocky macht sich in letzter Zeit rar. Früher kam sie fast jeden Abend hierher, um einen Wai Wil Woi zu trinken. Ah. Oh, Entschuldigung. Mit dir hat das alles natürlich nichts zu tun. Ich habe jetzt endlich das Passwort für du weißt schon was. Echt jetzt? Ein ziemlich verrufener Ort, wenn du mich fragst. Trotzdem interessiert wäre schon. Das Passwort lautet... Hey, warte mal. Du da. Steh nicht einfach da herum und lausche ganz dreist unser Gespräch. Verzieh dich. Sabah Sabah. Wegen des Titanen konnte ich den Wüstenbazar ewig lang nicht verlassen. Ich bin immer noch ganz ausgedörrt. Findest du das etwas zum Lachen? Nein. Ich will keine Partnerin, die größer ist als ich und das mir. Dabei bin ich gerade mal 3 Köpfe größer als er. Ah, solche Kleidung verkaufen sie doch bei Wüstenblume, oder? Ich wollte da auch mal einkaufen. Wie fühlt sich die Kleidung denn an? Moment mal, bist du etwa ein Junge? Nein! Habe ich's doch gewusst. Nicht schlecht, du hast es hier reingeschafft und niemand hat's gemerkt. Ich meine, die Gerudo passen zwar nicht so besonders gut auf, aber trotzdem. Keine Angst, ich verrate dich nicht. Wir helianischen Wai müssen jetzt schließlich zusammenhalten, nicht? Ja, wir müssen zusammenhalten, definitiv. Sabah Sabah. Du liebe Güte, du siehst nicht aus, als wärst du alt genug, um trinken zu dürfen. Wie alt bist du denn? Ich bin über 100. Stimmt sogar. Du bist mir ein lustiger Wai. Lass uns einen zusammen trinken, wenn du älter bist. Dann gebe ich dir einen aus. So jung bin ich noch auch wieder nicht. So, ich glaube, jetzt können wir belauschen und dann hören wir das Passwort. Was wollte eigentlich diese ilianische Wai eben? Oh. Egal, komm schon, Yalido, erzähl. Oh, stimmt ja, das Passwort. Das lautet GGC Raute. Ich habe gehört, wie Saiga es erwähnt hat, also muss es stimmen. Oh, verstehe, es geht um den Gerudo Geheimclub, also ist das Passwort, GGC. Aber was bedeutet das Raute am Schluss? Ist das Raute? Nee, Peak ist das, ne? Keine Ahnung. Wer weiß. GGC. Oh, schläft. Ba-da-dum-bam. Bam. Ba-da-da-dum.
Badadadam, bam, bam, badam. Badadadam. Badadam, bam, badadam. So, ich glaube, hier ist der Geheimladen, oder? Ich glaube schon. Irgendwo hier war das. Was ist hier die Tür? Oh. Passwort. Gerudo. Oh. Geheim. Hm? Club. In Ordnung. Ihr dürft hinein. Geheimniskrämerei. Oh. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Ein neuer Gast macht hier seine Aufwartung. Wenn ihr nicht so viele Fragen stellt, stelle ich auch keine. Ihr seid jetzt Mitglied hier, also möchte ich euch für euren Besuch danken. Oh, wir haben hier nochmal schöne Rüstung. Wüstenschulterschutz. Wüstenstirnschutz. Und Wüstenbeinschutz. Und wir haben hier noch eine andere Rüstung. Oh, das ist etwas ganz Besonderes. Man braucht Leuchtsteine, um es herzustellen. Wenn euch danach verlangt, fertige ich es euch an, wenn ihr mir die benötigten Materialien bringt. Eine kleine Gebühr wird natürlich auch fällig. Klein. Kleine Gebühr. Mein ganzes Geld also. Sabasaba. Hier heißt es immer Safsaba. Wo bin ich hier? Oh. Dies ist der Gerudo Geheimclub, kurz GGC. Wir sind der einzige Ort in dieser Stadt, an dem ihr Kleidung für Voi kaufen könnt. Nun, das mag hier nicht ganz legal sein, aber es gibt eine unerwartet hohe Nachfrage. Ich muss schon sagen, mein Herr, niemand hat sich bisher in eine Voi verwandelt, die euch gleichen würde. Was? Da wir beide dunkle Geheimnisse teilen, sind wir quasi Geschwister im Geiste. Ich stehe in eurer Schuld. Kauft mir etwas ab. Oh. Sehr wohl doch, wir zahlen nicht mehr für eure Sachen als andere Händler auch. Seltene Stücke kaufe ich besonders gern. Moblinhauer verkaufen wir mal. Und sehr, sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld brauchen wir. Das ist schon nichts. Also es ist wirklich nicht ansatzweise genug, was wir hier gerade bekommen haben. Wir brauchen so, so viel mehr Geld. So extrem viel Geld. Das fühlt sich schon ganz schön schrecklich an. Ja, so viel Geld. Wo sollen wir das nur herbekommen? Na gut, wir brauchen die Opale eigentlich, um Rüstung sowas aufzurüsten, aber ist egal, wir verkaufen trotzdem 20 Stück. Wir brauchen das Geld. Nein, nein, will ich nicht. Ja, nee, die... Oh, ja, aber nee, aber... Oh, ah, die behalte ich lieber. Auch die hier behalte ich, glaube ich, lieber. Feen bringen fast nichts. Interessant, Feen sind also nichts wert. Okay, arme Fee. Tut mir wirklich leid für dich, aber du bist nichts wert. Okay, Topas. Okay, ich glaube, jetzt haben wir genug Geld. Hoffentlich. Aber wir müssen eh noch 10.000 machen für die letzte Fee, ne? Ja, machen wir. Exklusive Maske des Gerudo Geheimclubs, bemalt mit einer Farbe aus zerstoßenen Leuchtsteinen. Im Dunkeln gibt sie ein unheimliches Licht ab. Sag, sag, ein wertvolles Stück, das ihr nur hier findet. Gebt gut Acht darauf. Exklusiver Anzug, dunkler Blader. Ja, das haben wir jetzt eigentlich gleiche. Dieses Stück solltet ihr zusammen mit anderen aus der gleichen Serie tragen. Ja, ja, du willst mir einfach nur alles verkaufen. Ich werde wohl für euch meine Vorräte aufstocken müssen. Ja. Ich dachte, du stellst fertigst eine an für mich. Ein Wüstenstirnschutz kostet 450. Ausrüstung für Männer, die nur im Gerudo Geheimclub erhältlich ist. Der Saphir enthält die Kraft des Eises und befähigt den Träger, große Hitze zu trotzen. Ein wertvolles Stück, das ihr nur hier findet. Gebt gut Acht darauf. Okay. Ja, der Saphir enthält die Kraft des Eises. Okay. Okay, wir sind broke, wir haben kein Geld mehr. Wir haben leider gar kein Geld. Aber irgendwo war noch die Quest mit diesen Eiswürfeln, die wir machen müssen. Ich weiß nicht genau, wo die Quest ist. Haben wir eigentlich noch Zeichen der Bewährung? Können wir das irgendwo sehen? Sieht man das vielleicht hier oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Oh.
Bong. Bong, bong. Oh mein Gott. Ein Gerudo-Bogen. Können wir, glaube ich, nicht mitnehmen, oder? Doch, können wir mitnehmen. Okay. Ja, das ist, glaube ich, der Emulator, dass die Echsen da irgendwie in den Wänden laufen können und so. Naja, kann man nicht ändern. Ist halt leider ein bisschen so, ein bisschen komisch, ich weiß. Die Quest? Nee. Also, ich heiße Risa, wie heißt du? Am liebsten esse ich die Klöße, die meine Waba macht. Meine Freundinnen sagen alle, ich bin sehr mächtig. Mächtig könnte er falsch verstehen. Oh. Huch, wieso kommst du einfach ohne zu fragen hier rein? Das ist nicht so, wie du denkst. Ich habe überhaupt nicht geübt, wie man mit einem Voi redet. Nein, nein. Kann man jetzt mit ihr reden? Sagt ihr da was anderes? Ich habe nur etwas im Schlaf gesprochen, beim Schlafwandel meine ich. Also vergiss das einfach, ja? Ich gehe jetzt wieder ins Bett, also lass mich bitte in Ruhe. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Badadam, bam, 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 bam. Badadadam. Bam, bam. Wir können nur was kochen, wenn ich ehrlich bin. Ja, waren wir schon. Ich meine eigentlich, es gibt noch so eine Quest mit dem Eiszeug und so. Oder das Quest ist oben, bei der Königin dann selbst, weil das ist ja auch... Fragen über Fragen. Haben wir denn noch ein Feuerschwert? Ja, haben wir. Ups. So, dann kochen wir mal. Endlich mal wieder was kochen, meine Freunde. Und wir haben auch fast nichts mehr im Inventar, mit dem wir kochen könnten. Das ist halt das Problem. Ah. Moment. Wisst ihr, was wir machen können? Das ist, glaube ich, das beste Essen, was wir herstellen können. Ups. So. Ey, warte mal. War nicht X in die Hand gerade? Ach so. Einfach eine einzige Maxi rüber. Wisst ihr warum? Weil immer volle Heilung. Wir haben ja so viele Herzen, wir brauchen nicht mehr die Bonusherzen. Wir haben so viele Herzen, dass wir das eigentlich nicht mehr brauchen. Das heißt, wir können jetzt die Dinger endlich nutzen für leckeres Essen, Mann. Tschung. Und jedes Mal gibt es volle Heilung. Warum war das Geräusch gerade so? Haben wir gerade einen kritischen Erfolg oder was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nein! Nein! Oh. 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 Ich bin so dumm. Da 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 da. So dumm, das bin nur ich. Ja, ich bin so dumm. Ist aber gar kein Problem. Wir kochen lecker Essen, damit wir nicht mehr sterben müssen, Mann. Da 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 da. Ba bam. Ba da dam. Bam bam. Ba dam. Haben wir noch irgendwas Maxi-mäßiges? Irgendwas Maxi-mäßiges. Irgendwas Leckeres Maxi-mäßiges. Wäre wunderschön. Ich glaube, wir haben nichts. Wunderschön. Ich finde leider nichts. Das ist blöd. Aber so ist es. Ach, wir haben Maxi, du. Oh. Wir können so viel Essen machen. Wir können so viel Essen machen. Wir können so viel Essen kochen. Aber ich koche jetzt nicht den ganzen Maxi-Dorian. Ich mache aber so ein paar Gerichte mal schon mal fertig. Weil wenn wir Schaden nehmen, haben wir immer was Gutes zu essen dabei. Und müssen nicht mehr andauernd Sachen essen, die ich nicht essen möchte. Dann können wir endlich mal ein bisschen Ressourcen auch mitnehmen und sammeln. Und dann vielleicht auch später mal ein paar coole Sachen kochen. Das wäre doch super, oder? Das wäre doch unfassbar gut. So, volle Heilung. Ja, der Part ist hier auf jeden Fall ein Rede- und Kochpart. Das kann ich schon mal sagen. Wir können ja eh nicht unendlich Gerichte mitnehmen, ne? Auch wenn es hier auch voll. Moment. Ich glaube, wir können zwei Seitengerichte mitnehmen oder so. Glaube ich zumindest. Komm, das ist das letzte Gericht.
Wir haben jetzt irgendwie 10 oder 20 Mal volle Heilung. Ja, 20 Mal nicht, aber 15 Mal oder so haben wir bestimmt. Ja, 10. Ja, 12 vielleicht. Lass mal ganz kurz hier sprechen. Vielleicht können wir ja schon den Helm holen. Vielleicht war das schon anders, was wir machen mussten, aber ich bezweifle es irgendwie. Als ich den Donnerhelm trug und an deiner Seite kämpfte, hatte ich das Gefühl, eine Stimme ruft meinen Namen. Ryu. Ja, das kennen wir schon, okay. Naja, ja. Kennen wir alles schon? Ist gar kein Problem. Bam. Badadadam. Bam, bam. Badam. Du hast auch nichts für mich. Badadadam. Bam, bam. Badam. Ihr habt auch alle nichts für mich? Ich weiß, dass es eine Quest gibt. Wo wir einen Eisblock transportieren müssen. Ich weiß nicht, ob wir den in den Keller oder aus dem Keller holen müssen, aber ich weiß, dass es diese Quest gibt. 100%, 100%. Ich weiß es ganz, ganz genau. Ah, der Sturm wütet wieder. Ich konnte den Titan von hier nicht sehen, aber mir wurde gesagt, dass er jetzt weit weg ist. Keine Ahnung. Aber ohne die Titanen drohen jetzt Monster und Sandstürme. Die Alten wussten schon, warum sie ihre Schätze dort draußen versteckt haben. Sie zu suchen ist einfach zu gefährlich. Und wahrscheinlich ist das mit den Schätzen auch so eine Legende. Schätze? Viel mehr weiß ich auch nicht. In der Gerudo-Wüste gibt es Statuen, die vielleicht zu den alten Ruinen gehören. Angeblich weisen die Statuen den Weg zu einem verborgenen Schatz. Aber das ist nur Aberglaube. Und selbst wenn es so wäre, so ein Sandsturm wimmelt nur so von Monstern. Ich würde das Risiko nicht eingehen. Aber ich gehe es ein. Wir laufen hier rum. Oh nein. Ja, wir gehen's ein. Das Risiko, ja, wir gehen's ein. Laufen von Statue zur nächsten Statue hin. Oder zur nächsten Statue hin. Von und zur. Ja gut, wenn wir bei der neuen Statue sind, dann laufen wir wieder von, ne? Und dann wieder zu. Und dann wieder von und dann wieder zu. Und dann wieder von und dann wieder zu. Und dann wieder von und dann wieder zu. Der Fund ist auch schon ein Schatz. Sieht ihr ja gerade selber. Ah, ist ein Schatz. Im Boden. Da ist ein Schild. Bong. Hab ich wieder eine Waffe drin oder sowas? Nee, Elektropfeile. Die sind gut. Die nehme ich immer gerne mit. Die nehme ich gerne mit. Was steht denn hier? Monsterladen. Nur nachts geöffnet. Okay. Gucken, wir gehen jetzt in den Sandsturm hier rein. Eieieiei. Ich habe schon ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Also ein bisschen mache ich mir schon in die Hose. Wir müssen genau in diese Richtung hier. Genau in diese Richtung. Na gut. Ah, was soll schon schief gehen? Easy peasy. Lemon freezy. Ah, das schaffen wir schon. Ich bin da gut. Ja, ich bin da. Wir haben die normalen Pfeile. Wir müssen doch bald mal wieder Pfeile holen. Wir müssen bald mal wieder ein bisschen farmen. Wir müssen sowieso irgendwann mal einen Farmpart machen, aber noch nicht. Wir haben noch genug zu tun. Das ist schon krass, wie wenig Schaden ich A mache und B, wie viel Schaden ich einstecke. Aber es liegt, glaube ich, an der Rüstung. Hier ist nochmal eine Kiste. Bitte wieder Pfeile. Na. Ja gut, Holzpfeile sind jetzt nicht so wild. Also. Gibt bestimmt bessere Sachen als Holzpfeile, aber gut. Okay, ab jetzt gleich müssen wir auf jeden Fall immer den Statuen folgen, weil hier ist Sandsturm. Ich meinte, die letzte Statue hat hier hingezeigt. Zu dem Ding quasi.
nicht, weil hier ist keine Statue. Da sah wie man Krocksam. Ah, hier ist die Statue. Sieh mal eine an. Die Statue zeigt leider in die Richtung. Hier vorne ist der Krocksam. Ich möchte den Krocksam aber auch haben. Ich kann ja auch das hier machen, Moment. Die falsche Taste. Ist zumindest ein bisschen schneller. Aber wir müssen schnell sein, ne? Das war knapp. Boah, du bist aber schneller Reagierer und Fliegermann. Boah, bis dann. Tschüss. Okay, hier ist es echt zu heiß gerade. Das ist nicht so geil. Wir müssen mal ganz kurz schauen, dass wir uns noch was anziehen, was ein bisschen mehr hilft. Wir haben das hier zum Beispiel. Ich glaube, das... Oh ja, das hilft. Wie wir aussehen. Aber immerhin sehen wir jetzt nicht mehr so weiblich aus. Was ja nicht schlimm ist. Also, Präsi, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es schlimm ist, aber... Jetzt sehen wir wenigstens aus wie so... Weiß ich nicht. Wir sehen aus wie ein Voi. So war's. Okay, wir müssen jetzt hier in die Richtung, in den Sandsturm. Und schauen wir mal. Wir sind im Sandsturm. Das ist die nächste Statue. Zitterkraut. Weiter in die Richtung hier, okay. Oh, wir haben auch keine Minimap mehr, sehe ich gerade. Minimap ist nicht mehr. Ah, da ist die nächste Statue. Es geht weiter in die Richtung hier. Nun die Frage, müssen wir jetzt hier hin oder... Müssen wir hier hinter oder ist das jetzt der Ort, wo wir hin müssen hier? Aber ich sehe auch die Richtung nicht mehr ganz. Aber vielleicht finden wir da mal eine Statue. Ein Sonnenschild. Damit glaube ich sowieso schon hinten drauf nah am Rücken. So. Okay, nicht so geil. Wir haben fast keine Waffen mehr. Was ist hier los? So, der ist schon mal down. Da ist die nächste Statue, okay. Dann in die Richtung.
sehe dich da vorne, keine Sorge. Ah, hier ist wieder ein riesiges Skelett. Da könnte natürlich das mit dem Schrein sein. Oh mein Gott. Okay, weiter geht's. Ah, da ist der Schrein sogar, guck mal. Der Kimasuzu-Schrein. Da gehen wir da mal rein. Schauen wir mal. Oh, unterbrochene Flugbahn, okay. Ich dachte, es wäre jetzt nur Belohnung, aber nö. Ach, es ist so einfach. Naja, mehr oder weniger. Aber kann ich einfach Magnetismus machen? Doch, bei der Kugel kann ich auch Magnetismus machen. Vorausgesetzt, ich schaffe das. Na, warte mal. So. Ich weiß nicht genau, warum das geklappt hat, aber es hat geklappt. Da gibt es hier gar keine Truhen. Doch. Irgendwo gibt es hier eine Truhe. Lass uns mal umschauen. Da vorne. Wie kommen wir da rein? Okay. Okay. I see. Du bleibst die Tür offen. Wunderbar. Und ding! Bitte keine Waffe. Oh nein. Aber ich habe doch so eine verloren. Okay, passt dann schon. Aber wir brauchen es gar nicht mitnehmen. Die Tür blieb ja offen. Wir haben alle Truhen. Das heißt, wir können jetzt das Zeichen der Bewährung holen. Da wissen wir auch wieder, wie viele Zeichen der Bewährung wir gerade haben. Ich hätte einen Ladebildschirm gucken können, aber gut. Ich habe gerade auch 0, deswegen. Ja, ohne Zweifel bin ich der auserwählte Held. Bam, badadada. 6 Stück, okay. Der Sandsturm ist jetzt weg, oder? Wenn man den Schrein gemacht hat. Ich glaube, das ist so. Was super ist. Also zumindest der Sandsturm hier in nördlichen Richtung ist dann, glaube ich, weg. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Das sieht so aus, ne? Der Sandsturm scheint weg zu sein. Super. Ach, das freut mich. Dann können wir es hier ein bisschen noch umschauen. Hier sind ja überall. Die Statue zeigt auch hier hin, ne? Ja. Jede Statue zeigt hier hin. Die Statue da vorne auch. Aber hier gibt es auch sonst nichts, oder? Hier gibt es sonst nichts Besonderes. Es gibt Sachen, Kräuter und sowas, die man hier holen kann und so, aber... aber wenigstens der Sturm weg. Ist der Sturm weg, ist es schon mal schön. So, meine lieben Freunde, wisst ihr, was auch weg ist? Dieser Part ist auch weg. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Wir sehen uns da auf jeden Fall wieder und bis dann haltet die Ohren steif. Macht... Boom. Okay, hat nicht geklappt, aber... Wow, Junge! Dazu sage ich erstmal gar nichts. Mein guter Freund. Ja, komm her, mein Freund. Komm her. Nee, so nicht. Okay, wir haben einfach viel zu langsames Schwert. Verarscht! Oh, shit! Zum Glück haben wir was zu essen. Das war das hier. Direkt volle Heilung. Verarscht. Boah, wir müssen auch bald mal echt unsere Waffen hier. Wir müssen mal mehr Waffen mitnehmen. Ich nehme die jetzt hier mit. Ach, geht gar nicht. Aber wir schmeißen die hier weg. Warte. Falsche Taste. So. So. Klettern wir ganz kurz hier hoch und dann beenden wir den Part. Uno Momento. So, meine lieben Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.